Samstag, meine Damen und Herren. Da geht die Post ab. Erich Hansen, Chris Harris, Stefan Karp, Martin Smolinski ist durchgerutscht da hinten. Erik Riss, aber die gehen da jetzt im Paket an Stefan Karp vorbei und reichen ihn durch. Aber vorne Kenneth Kruse-Hansen, dann Chris Harris, was für eine Performance, Erik Riss und Martin Smolinski. Aber Kenneth Kruse-Hansen, der versucht da innen anzugreifen, er versucht Chris Harris in Bedrängnis zu bringen, geht aber da ziemlich weit nach außen, Erik Riss kommt da, was für eine Dramatik da hinten auf den Plätzen, vorne Kenneth Kruse-Hansen, der zeigt hier, was Trumpf ist. Dahinter Chris Harris und dann Martin Smolinski. So sieht's aus. Hälfte ist rum und wir schauen. Ein Wahnsinn, was wir hier sehen. Den ganzen Tag denken wir, das kann gar nicht wahr sein. Wie kann der hier so schnell fahren? Der junge Däne, der stolze Familienvater seiner ganz tollen, kleinen, lieben Familie. Er ist so stolz und postet auch auf Instagram und überall seine Geschichten. Und da kommt er hier wie am liebsten. Es sieht auch nicht so aus, dass der Gegner aufrückt. Nein, das Motorrad läuft faszinierend schnell, wie an einem Lineal gezogen. Geht er in die Kurve rein, lässt es jetzt einen ganz kleinen Tipp ruhiger angehen, weil einen Sturz in der letzten Kurve muss man nun auch nicht unbedingt haben. Und hier kommt die Zielfahne. Wer kann das?